Hallo und herzlich willkommen hier auf dem MyProtein-Kanal. Mein Name ist Carmine, Personal Trainer, Ernährungscoach und Foodblogger. Und heute möchte ich euch ein veganes, sehr, sehr einfaches, schnelles Rezept zeigen und wie wir das zubereiten werden. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet für euch und jetzt legen wir los. Passend zur Aufbauphase haben wir uns gedacht, dass wir euch ein Baked Oatmeal zeigen. Richtig geile Makroverteilung. Ihr könnt das Rezept auch vorbereiten, easy mitnehmen. Und was wir reinmachen werden, das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier einmal die glutenfreien Oats, das neue Erdnussmehl, was übrigens richtig lecker schmeckt. Wir werden hier mit Mandelbutter arbeiten, dann mit dem Vegan Blend hier im neutralen Geschmack, weil dann könnt ihr das Ganze immer wieder variieren. Ich habe hier ein paar gehackte Erdnüsse vorbereitet. Das hier ist eine zerstampfte Banane, quasi als Eiersatz. Dann werden wir hier mit Flav Drops arbeiten und Backpulver. Das ist alles, was wir brauchen. Ein bisschen Wasser dazu und ab in den Ofen damit. Ich werde euch ganz kurz erklären, wie wir das Ganze machen werden. Ihr findet dann natürlich das volle Rezept mit Mengenangaben in der Zone. Als erstes kommt die zerstampfte Banane hier in die Schüssel. Dann alle Trockenzutaten, sprich Haferflocken, Erdnussmehl, Vegan Blend. Und dann noch zum Verfeinern ein paar Flav Drops hinzu. Wasser natürlich oder ihr könnt auch pflanzliche Milch nehmen, Backpulver und ein paar Erdnüsse mit rein und ab in den Ofen. Jetzt kommt es nochmal für 20 Minuten bei 175 Grad in den Ofen. Hier seht ihr das Endergebnis, das vegane Baked Oatmeal. Von der Makroverteilung natürlich top, High Protein, so wie wir das mögen, reichlich Kohlenhydrate, Fette sind auch mit enthalten und das könnt ihr natürlich sehr, sehr leicht steuern, indem ihr entweder mehr Erdnussmus nehmt oder Mandelmus oder das Ganze eben mit dem Erdnussmehl, so wie ich das zum Beispiel kombiniert habe. Und wenn ihr das genaue Rezept inklusive Mengenangaben erfahren wollt, dann findet ihr das bei uns in der Zone. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich den Kanal zu abonnieren. Ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wie euch das Rezept hier gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Sportsfreunde, haut rein und viel Spaß beim Genießen.